Guten Abend, liebe Freunde. Der Boots und Torvos werden jetzt gleich ein Kampfschiff angreifen in Alienation. Und zwar nähert sich dieses Kampfschiff hier irgendwie Barrow und ist jetzt wehrlos gegen unseren Überraschungsangriff, weil wir das schicke Portal in der letzten Folge erobert haben. Yep. Und natürlich auch noch einmal ein kleines Hallo von mir. Ich war gerade die ganze Zeit am Überlegen, wie ich Barrow nochmal zu Jack Barrow bringe, aber irgendwie fällt mir nichts Passendes ein. Von daher. Wir kennen ihn nicht, den berühmten Piraten Jack Barrow. Genau, Jack Barrow. Oh Mann. Alright, dann würde ich sagen, let it go. Starten wir. Oh. Neue Mission. Nur Eingeladene. Oh, da können wir nicht mal hier die Schwierigkeitsgrad ändern. Scheiße. Kann man nicht? Nee. Kann nichts einstellen. Oh mein Gott, jetzt wird's schwer. Jetzt gehen wir oft drauf. Jetzt gehen wir drauf. Sorry Leute, aber ihr werdet jetzt wahrscheinlich viele Tote sehen. Das wird eine lange Folge. 3 Stunden später. Oh, endlich bis zur Mitte. Genau. Wir haben die ersten 5 Minuten überlebt. Auf geht's. Oh, hier geht's lang. Yes. Oh. Alter, hier sind überhaupt nicht viele Bugs. Alter, ich bin schon tot. Scheiße. So viel zum Thema, die ersten 5 Minuten überleben. Nein. Eindeutig nicht. Alter, aber wie viele waren das auch bitte schon mal? Ja, echt. So viel zum Thema Überraschungsangriff. Oh, wir wurden überrascht, ja, war doch ein Überraschungsangriff. Hier geht's weiter. Mann. Revolver. Oh, da sind noch mehr von diesen explodierenden Viechern. Milan. Ein Drache. Ein Drache? Sind wir hier bei Herr der Ringe oder was? Nee. Genau, hack mal den Computer. Unglaublich interessant, wie? Ja, für die Future. Was? Unglaublich interessant für die Future. Ja. Oh nein, oh nein. Oh, nicht die Viecher schon wieder. Ich lege mal schnell eine Granate hin und gehe wieder. Und damit ist der auch schon platt. Das ging gut. Achso, wir müssen hier oben lang, ne? Oh, stimmt. Oh. Aber ich muss noch immer sagen, das Spiel macht wirklich mehr Spaß als Dead Nation. Das stimmt. Weil bei Detonation, wenn man gezielt hat, wurde man, glaube ich, auch so super langsam. Ja, ich glaube, du konntest da gar nicht richtig zielen. Ne? Das war, glaube ich, ziemlich ähnlich wie hier. Ja, aber sobald du quasi in die Richtung gedrückt hast, in die du zielen wolltest, ja, wurde irgendwie ganz lahmarschig, glaube ich. Achso, das stimmt. Wenn du nach links gezielt hast und nach rechts gelaufen bist, aber hast du hier... Genau. Aber nicht so krass. Ach, bestimmt. Die bist du noch immer wesentlich schneller. Ja. So, ich lege hier noch mal eine... Sprengung hin. Ja. Für den Golem. Für den Goliath. Oh, gerade bevor abdrücken wollte. Oh, oh. Sehr gut. Wenn es so weit geht, haben wir schon die ersten 5 Minuten überlebt? Nee, noch nicht ganz.
Aber ich glaube, wir können ihn schaffen. Ja, doch. Sieht ganz cool aus. Oh, tot. Nein. Oh, guck mal da, wie süß. Ich lege meine Mine hin, ne? Die kommen ja auch nicht rüber, ne? Warte, jetzt bin ich dran. Die noch schnell anladen. Oh. Ich muss zurück. Ja. Hm? Eben schnell wieder heilen. Ja. Gehen wir mal von dieser Seite ran. Ne? Rüber. Ja, ganz schnell. Oh. Die Viecher halten auch ordentlich was aus. Ja, stimmt, ey. Und vor allem, ich vergesse irgendwie immer auszuweichen, wenn die auf einen schießen. Ich laufe einfach davor und rotze einfach drauf und der schießt 3-4 Mal auf mich. Oh, Bugs! Du bist halt ein Tank, ne? Oh. Ja. Ich bin halt der klassische Tank. Der ganz klassische, genau. Jetzt hätte ich gut meine andere Fähigkeit für den heute nutzen können, aber nein, ich denke nie dran. Das ist auch ein Problem. Computer hacken. Ich habe auch so geile Computer Fähigkeiten. Computer hacken. Denk dran. Öfter mal einen Computer hacken. Hier müssen wir gleich lang. Ah. Aua! Oh, Flamme war schon wieder. Oh, ich bin schon wieder tot. Oh mein Gott, ich bin tot. Da kam einer von hinten. Oh ja. Alter. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Boah, ich konnte mich nicht bewegen, ey. Scheiße. Der war ja mies. Aber wir haben die 5 Minuten geschafft. Hey. Oh nein, und alle Gegner stehen wieder. Okay, das wird nicht einfach. Aber wenigstens müssen wir keine neuen. Die Ziele nicht alle nochmal neu machen. Ich hätte gerade eben. Nee, das stimmt. Ich hätte gerade eben auch einfach mal hier meine Powerwaffe nehmen sollen, ja. Ist ja schon tot. Jetzt aber. Jetzt können wir hier vorne auch gleich einfach rübergehen. Wir müssen da unten ja nicht mehr lang. Ich lege hier eine Granate. Das ist eigentlich ganz gut so, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie oft geht denn die hoch? Dreimal? Dreimal, glaube ich. Dreckiger Pirscher, ey. Ja, die nerven auch richtig, ey. Und die Flammenwerfer jetzt natürlich auch. Auf jeden, ey. Diese scheiß Flamme reicht auch so weit, ne? Ja, es ist voll übel. Auf jeden, ey. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Nee. Boah. War easy. Super easy. Boah, ich glaube, hier waren wir doch schon. Doch, hier waren wir doch schon. Aber gerade eben war hier, glaube ich, ein Golem. Ja, stimmt, der ist nicht mehr da. Wahrscheinlich hauen die starken Monster ab. Oder kommen nicht mehr wieder. Hier sind wir, glaube ich, draufgegangen. Ja. Hier ist auch der Todesbote wieder. Und von hinten kommt nämlich schon wieder die Scharfschütze. Ja. Ne, hier sind wir nicht draufgegangen. Nicht? Nee. Aber da war doch gerade der Todesbote. Ja, aber hier war das nicht. Aber echt noch weiter? Ja. Wow.
Junge, komm schnell zurück. Oh, die Käfer kommen hier rüber. Ne, die Komponenten. Achso, scheiße. Ich dachte auch gerade erst, die können das doch. Aber ne. Boah, Alter. Oh, ich hab wieder keine Munition mehr. Mann. Hier war das, glaube ich. Ja. Ja, hier war das. Oh, Alter. Der Todesbude noch da? Weiß ich nicht. Alles voller Nebel. Leichter Bodennebel. Leichter Bodennebel? Das klingt ja nach gutem Wetter heute. Aber mega. Oh. Lass uns schnell wieder zurückgehen. Sonst kommen die bloß von beiden Seiten. Das ist auch ziemlich kacke für uns. So, die Sprenger können sich jetzt schon alle sprengen. Oh nice. Und wenn du Rest wird. Was ist das nicht für eine komische Maschine? Ja, egal. Aber hat wohl nichts zu bedeuten. Eine Kiste gab's hier noch nicht, ne? Nee, und auch keine Rücksitzbombe. Oh. Ich heile uns einfach mal wieder. Ja. Oh, scheiße. Ich liege in eine Mine. Ja. Amolo, so. Ich weiß. So. Mal gucken, was uns hier jetzt erwartet. Eine ganze Menge. Ja. Yeah. War easy hier. Super easy. So, dann will ich mal hacken hier, wa? Ja, Computerhacken! Ich hacke mal hier den Computer. Du bist der Hackelschorsch! Ich hacke den Computer. Oh, wir haben... Ja, super, wir haben hier Zwischenpunkt erreicht. Raus! Lauf, Forrest, lauf! Oh, scheiße! Jetzt habe ich extra die Mine dahingelegt und waren schon alle vorne. Oh nein. Ich habe die Mine. Mine Gun rausgeholt. Oh. Boah, ich bin auch gleich Stufe 9. Boah. Oh ja, ich auch. Jetzt bin ich Stufe 9. Ich hab schon wieder keine Munition, ey. Fehlt Munition für mich. Läuft. Ja. Wo müssen wir? Ach, da oben. Ja, ich glaube, hier oben müssen wir lang. Ja. Yeah! Durch dieses Tor. Hyper-Tor. Komm, wir dürfen nur so schießen. Immer im richtigen Moment. Das sieht irgendwie aus wie ein Bug. Oh, Bugs! Bugs! Machen wir uns gerade richtig hier. Oh. Das war ein geiler Move, oder? Das war ein mega geiler Move. Oh, von hinten kommen ganz viele. Bugs! Oh ja. Oh, hier sind alle richtig viele. Ah, hier ist noch so ein komisches Pflänzchen. Ein bisschen mehr Boost.
Geschwindigkeitsboost. Sind wir beide wieder drauf hier, hä? Oh oh. Ich aktiviere. Ich hab keine Muni. War er tot hier? Ja. Das ging aber einfach. Alright, ja, dann sind wir schon. Oh, Lindwurm. Der heilt sich. Ich kümmere mich um den Rest. Hast du ihn? Ist, glaube ich, tot. Ja, das erste Mal, dass ich hier meine Waffen eingesetzt habe. Meine Special-Waffen beim Endgegner. Ausgezeichnet. Yeah. Yeah. Schiffe versenken. Jonszeit. Fische versenken. Fische verschenken. Fische verschenken, genau so. Ja, da kann man schon mal die Arme in die Luft reißen. Aber wie witzig das doch aus, diese. Yeah. So, juhu. Hier völlig chillig, ey. Oh, geil, ey. Oh nein, wir bleiben in Silberliga. Andere waren schon wieder schneller. Glückwunsch, Captain. Das ist der erste bedeutende Sieg der Menschheit gegen die Xenos seit Jahrzehnten. Und das haben wir Ihnen zu verdanken. Sie haben Geschichte geschrieben. Ach, Wirkung, die Beutequalität wird verbessert. Gegner sind schwieriger und es gibt dafür mehr XP. Alright. Dann wollen wir doch nochmal gerade ganz, ganz kurz gucken, was wir hier ausrüsten können. So, Ausstattung nach Nebraska. Ich habe jetzt auch so eine schöne Mino, wie du sie hast. Ja, sehr gut. Ich wechsle da mal wieder auf den Raketenwerfer. So, was war das denn noch? So, und Primärwaffe geht gar nichts mehr, wenn wir die Ressourcen. Ah, wenn ihre Gesundheit zum ersten Mal nach dem Spawnen auf Null sinkt, sterben sie nicht. Stattdessen regenerieren sie umgehend 25% ihrer Gesundheit. Das nehme ich. Okay. Wie kann ich denn nochmal die Waffe verbessern? Ausrüsten, neu würfeln. Würfeln. Und dann machen wir mal hier ein bisschen mehr Schaden. Da die Gegner ja besser werden. Ja. Würfel hier auch mal. Nee, warte. Ich mach mal verbessern. Ein bisschen mehr Schaden hier reinhauen. Ja, nice. So, wo geht's denn weiter? Nebraska ist dann die nächste Folge, ne? So sieht's aus. Ja, liebe Leute, ihr kennt das ja, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, weil wir uns auf jeden Fall riesig freuen. Schaltet unbedingt die nächste Folge wieder ein, wenn es heißt Dudes und Torben aus Zocken Alien Nation. Jawohl. Macht's dir gut und haut's da rein. Gute Nacht, ne?